So, willkommen zurück. Wir versuchen das. Ich hab ein Déjà-vu. Ja, ich auch. Huhu. Da waren wir doch gerade erst. Und wir bleiben wieder an irgendwelchen Steinen hängen, obwohl wir in Schatten sind. Also, wir machen das jetzt so wie beim ersten Mal und den lassen wir einfach aus. Warten, dass der weg ist und laufen über den Fluss. Okay. Vorgenommen so. Zack. Der Fluss ist da drüben, ne? Mhm. Auf. Na. Guck da so blöd. Ah, genau, von da oben sind wir. Genau. Ah, ich erinnere mich. Okay. Das wusste ich auch noch. So zu faul zum Laufen. Ja, das ist manchmal genauso so. Gibt's ja nicht im. Oh nein, er wird hier hingucken. Oh ja. Dann laufen wir nochmal da lang, weil das war gar nicht so blöd. Laser. Das war eigentlich genau richtig. Ich stehe nach wie vor nicht. Also, vielleicht haben wir uns geirrt in der letzten Folge? Hat der. Vielleicht doch nicht resettet? Das kann es nicht sein, oder? Klar, resettet. Nein, fuck. Was rede ich denn? Ich meine, nicht gespeichert. Aber es stand da. Ja, deshalb. Als wir die Schriftrolle eingesammelt haben. Ich bin total verwirrt. Na gut. Komisches Spiel. So. Ich sehe nichts. Ach man, dieses dumme Ding, ey. Na? Du musst den Punkt setzen. Ja, ich weiß, habe ich versucht. Geh doch erstmal so weit du kannst und dann kannst du doch. Gut. Und erstmal einen Schatten. Und dann gleich hier auflösen. Und in der Zeit kann man gesehen werden, das ist total gemein, aber man kann sich nicht bewegen. Das habe ich. Der kommt nicht. Genau, die da nicht. Die gehen wir auch nicht rüber, sparen. Weil die waren nicht wichtig. So, wir brauchen jetzt eigentlich zurück, weil genau, da unten. Da unten ist die Schriftrolle. Links. Genau, die brauchen wir auf jeden Fall. Nee, die Schriftrolle ist weg. Die haben wir. Die hat er gesaved. Aber nicht gespeichert. Aber er hat das, was wir eingesammelt haben, hat er gesaved, aber nicht okay. Das Problem jetzt war, der ging. Und ich habe den Anja auch umgebracht, aber der da rumläuft. Bist du sicher, dass das. Weil hier gerade war das doch kein Licht darum. Meinst du nicht, dass wir das Ding kaputt machen können, ohne dass er. Ja, können wir ausprobieren. Aber ich würde den gleichen Weg erstmal zurück auf die andere Plattform, oder? Ja. Jetzt einfach erstmal runter in die Ecke irgendwie. Dahinter wieder. Weil da sieht uns, glaube ich, eh keiner. So, weil das Problem war, hier sich jetzt kam jemand. Der da hat uns gesehen. Letztes Mal, den habe ich noch gerade so besiegt gekriegt. Ich hätte jetzt gesagt, quasi nämlich, wenn er sich umdreht, so wie jetzt. Schatz da ab, schnell weg. Ist ja, er hört uns. Ja, aber weg. Na, weg. Er hat uns aber gehört. Ja, aber du kannst da auch noch kommt, weg. Doch nachgucken. Ja, ich kann ihn aber auch einfach umbringen. Und ja, auflösen. Aber jetzt stehst du da halt immer noch. Naja. So. Whatever. So, jetzt ist er weg. Weg, weg. So, wo müssen wir jetzt wieder hin? Irgendwo zum Ausgang da hinten. Okay. Können wir vielleicht oben lang, also links vom Felsen? Da, wo wir jetzt gerade eh schon hochgegangen waren? Können wir mal gucken gehen. Uns einmal außen rum pirschen quasi. Ich finde die Musik gerade voll schön. Ja. Also ganz sanft. Okay, hier ist keiner. Vielleicht ist es doch gar nicht so blöd, das zu skillen, dass man den Vogel zu skillen, dass man sieht, wo die Feinde sind. Oh, da zum Beispiel. Ja, ich wusste, dass der da hinläuft. Der hat uns nämlich letztes Mal auch gesehen. Deswegen habe ich da den links zum Beispiel über den Baum gehen, oder? Ja, den habe ich letztes Mal umgebracht. Die Frage ist ja. Siehst du, der läuft noch weiter geradeaus. Mhm. Der stört also definitiv total. Jetzt steht er eigentlich ganz gut, weil er im Schatten ist, ne? Ja. Oder wartest du, dass er zurückkommt? Ja, ich warte jetzt, dass er zurückkommt. Okay, da komme ich nicht vorbei. Da setzt er mich wieder zurück. Und warte doch, dass er zu uns kommt, wenn du ihn. Pfeif doch. Ja, oder gleich. Oder dürfte doch nur ihn. Oder jetzt geht's auch ohne. Mmh, elegant. Und dann lösen wir ihn auf. Essen?
Dann geht's weiter. Bitte das. Vorne sind zwei. Ja, ich weiß. So, wo müssen wir denn hin? Da durch? Hinter? Hinter dem Haus? Vor dem Haus? Ist es irgendwie da oben in den Bergen? Ja, aber da kann man ja auch oben lang nicht hin, oder? Kann das sein? Siehst du da, guck mal, siehst du da rechts? Da ist doch links, ganz rechts ist dieses helle Licht. Ja. Also jetzt mit ganz links ist, nein, da links, dieses Holzpalisade. Ja. Da kannst du hoch, in der Mitte, was jetzt in der Bildmitte ist. Ja, genau. Da kannst du, glaube ich, hoch, dann würde ich behaupten, oder? Das sieht so aus. Weiß ich nicht. Wobei da oben sieht es nicht aus, als wäre da ein Weg. Naja. Oh, fuck. Wie besiegen? Müssen wir die besiegen? Nö, nee, ich glaube nicht. Muss ja, aber ich kann ja nicht hier, da steht er noch. Wir können ja nicht einfach durch die Mitte hier laufen. Die Frage ist, ob du da jetzt irgendwo hoch musst. Ja, das weiß ich nicht. Und um das rauszufinden, müssen wir die wohl besiegen. Mhm. Du könntest jetzt hier links ganz auf jeden Fall ganz bequem langlaufen. Ohne, dass sie dich sehen. Und wenn sie die ticken, kannst du dich immer noch umdrehen und wegporten. Du müsstest eigentlich jetzt nur warten, bis der zweite wegrennt. Und dann dahin. Porten, ihn töten, schnell auflösen. Dann. Weil da ist theoretisch überall Schatten. Ah, wo sie sich bewegen. Ich warte, dass der da wieder rechts aus dem Bild läuft. Ja. In deinem Zimmer ist es sehr kalt. Meine Finger sind da eingefroren. Das war gar nicht. Ja, ja. So, er guckt da, siehst du ihn? Jetzt. Ja. Na, tick noch, würde ich. Cool. Und jetzt porte ich mich erstmal wieder da, falls der andere zurückkommt. Ja, perfekt. Okay, cool. Der steht da immer noch. Genau, und wenn der jetzt kommt, dann töte ich den. Mhm. Und zwar so. Ah, die Zeit nehmen wir uns. Ja, klar. Voll gut bis jetzt. Jetzt kommt er. Ich warte, dass er genau da ist. Ja. Eins, jetzt. Zwei. Ich sehe ihn zwar nicht, aber... Oh. Ah, fuck, weil er steht jetzt noch im Licht. Ja. Oh, das ist hier der Schatten da? Okay. Aber scheiße, dass du... Ich bin an diesem Busch hängen geblieben. Mhm. In meiner Port-Animation. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas ist. So Fässer. Ja, genau. Kann man mit denen was machen? Mhm. Die sehen nur so aus, glaube ich, weil diese Eisenschläge so blau sind. Okay, hier ist auch gar nichts versteckt. Okay, jetzt guck doch mal, kann man da jetzt hoch? Das guck ich jetzt. Hier ist der Schatten. Also links? Hier kann ich rauf. Ach, aber da, aha. Ist aber das bis zum Licht dann, ne? Ja. Aber ich kann doch dann nirgendwo hoch. Aber da nicht, kann man, da, du musst doch, kannst du da aufs Haus, da links? Vielleicht erstmal? Lass du mir eine bessere Aussicht da, ja. Da kannst du hin. Da müsstest du hinkommen. Schau. Nee, da. Aber du kannst da nicht hoch, du kannst doch da hoch bestimmt shiften. Ja. Ja. Wollte ich auch machen, aber komisch, dass das nicht ging gerade. Okay, das ist doch der Weg nach oben, ne? Ja. Mhm. Sehr gut. Läuft. Er könnte ja auch mal. Jetzt speichert er wieder, siehst du? Ich trau dem nur nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Und du weißt nie. Er weiß, was er da speichert. Haben noch Feinde kommen. Ah. Da finden wir irgendwas. Ah, die Puppe von ihr. Ein bisschen witzig, dass sie nach so vielen Jahren immer noch da ist, ne? Okay.
Hat sie? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie erzählt hat, dass sie hierher kommt und in der Tempelanlage früher gewohnt hat. Hm. Boah, jetzt wird's so langsam. Hm? Wie war das nochmal? Ihre Eltern sind getötet worden von... Diesen Kaihos. Von den Kaihosen. Und die waren früher... Also deren ist... zu deren... Wie sagt man? Für sie, als allen denken an ihre Eltern, ist dieser Schrein überhaupt erst gegründet worden, scheinbar. Und die Lichthainis, sind das auch die Kaihos? Ja, genau. Okay. Das sind die, ja. Und die halten scheinbar mehrere hier gefangen, oder... Suchen auch Wege, um sie irgendwie zu vernichten. Habe ich das, ne? Ja. Das ist richtig verstanden, ne? Zum Beispiel die Kaiserin. Okay. Hat die Japan angeblich... jemals eine Kaiserin? Boah, jetzt fragst du mich was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur fiktional ist, was ich da weiß, oder ob das echt ist. Ich weiß, dass China eine Kaiserin hat. Also Kaiserin ist sowieso eigentlich. Komm da nicht rüber. Also er war kein Punkt. Mein Gott. Ist jetzt nicht so weit. Hier durch? Seit wann redet man in Japan eigentlich von Kaisern? Also früher war es immer nur der Shogun. Ah, ja, das ist in der Edo-Zeit, also da waren noch die Shogune an der Macht. Seit wann gibt es Kaiser? Danach kam das. Als die Shogune abgesetzt worden sind. Okay. Es gab doch, die wurden doch gestürzt, dieses Ganze. Es war ein bisschen wie mit dem Feudalsystem in Europa, also in Deutschland früher, ne, wo alles Einzelteile hier waren und geeinigt stimmt, werden mussten. Stimmt, das Shogunat war ja eigentlich genau. Total gesplittet. Feudal. Genau. Oder, Entschuldigung, föderalistisch. Ja. Staaten, na, kein Staatenbund, aber schon sehr souveräne und sehr starke Fürsten warte und die heißen... Ah, ich wusste mal, wie die heißen. Ja, Shogun nennt man die einzelnen, also diese Fürsten. Das ist der Shogun. Jedes Ding hat einen eigenen Shogun. Das sind Shogunate, oder? Ja, Shogunate heißt das, genau. Das ist das Land dann, also ein Shogunat. Aber der Typ heißt Shogun. Ich dachte, der Oberste wäre der Shogun. Ja, genau. Und von den einzelnen Ländern? Nein. Von den einzelnen... Achso, von jedem, nee, also es gibt Shogun... Den Namen suche ich. Shogunate heißt sozusagen das Land, also die einzelnen Stücke. Ja. Und der Anführer von einem Shogunat ist der Shogun. Also doch von den Unterregionen und nicht von dem großen Ganzen. Also es gab früher kein großes Ganzes. Doch, es gab doch... Nein, aber der Shogun hat doch über Japan geherrscht und Japan bestand aus verschiedenen kleinen Shogunaten. Nein. Der Shogun ist derjenige, der über einen Shogunat herrscht. Es gab früher keinen Anführer. Zu der Zeit gab es in Japan keinen Anführer, deswegen gab es auch keinen Kaiser. Sicher? Ja. Die waren zum Teil verfeindet sogar. Ja, ja, ich weiß, aber ich dachte, dass sie letztlich dann doch in irgendeiner Form geeint waren. Und nur teilweise, aber es waren dann Bündnisse. Okay. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was sollen wir tun? Na, uns weiter hier durchkämpfen, sie hat nichts Neues gesagt. Erreiche den nächsten Abschnitt, okay. Pff, hier ist nur Licht, ey. Yeah. Okay. Da. Ich gehe einfach mal. Schnell. Einfach mal. Ja, ich hab. Wie kam mir überhaupt? Achso, von wegen Kaiserin. Kommen wir jetzt so lang darum? Nee. Niemals. Okay, ich kenne mich mit den japanischen Kaisern kenne ich auch quasi gar nicht aus, bis auf die letzten aber du kennst, zwei, drei. Aber du kennst die Legende, dass der Kaiser, die Familie des Kaisers vom Amaterasu abstammt. Von hier ist mega. Nein! Ich komme da nicht runter. Fuck. Was mach ich jetzt? Noch sieht dich keiner. Würde ich nicht machen, weil er voll im Licht ist und du gleich zu sehen sein wirst. Der sieht dich. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Will ich ja. Der sieht wo ist denn der? Keine Ahnung. Ich will die Leiche auf. Dann würde ich mir dann Schatten hinwerfen. Mach ich auch. Schatten to go. Sollte reichen. Dann drücken wir. Ja, das ist so ätzend. Das ist echt ätzend, dass es nicht an einem geht. Nee, was für eine Legende? Dass sie von wem abstammt? Von Amaterasu. Das ist die Sonnengöttin im Shintoismus. Okay. Und man sagt, dass sie ihren Neffen, Cousin, ich glaube, es ist ein Cousin von ihr, auf die Erde geschickt hat.
um das Gleichgewicht zu wahren, und der soll wohl der direkte Vorfahre, also der erste Kaiser quasi sein Japans, und deswegen ist ja auch die Kaiserfamilie heilig. Die dürfen ja nicht ermordet werden, ne? Die sind zwar jetzt ja heutzutage gefangen, quasi, Gefangene gestürzt, aber sie sind heilig und deswegen dürfen sie nicht ermordet werden. Neulich. Boah. Wow. Der sieht uns. Na, auch, du musst wenn warten, bis er weg ist, glaube ich, bis er woanders hin sieht. Wo ist dieses Ding? Du kannst da, glaube ich, wenn du an die Kiste anwiesen. Achso, so geht's auch. Ja, ich warte, dass das. Neulich gelesen, dass der Kaiser daran denkt, abzudanken. Ja, genau. Aber dass das so gar nicht vorgesehen ist und dass jetzt quasi die Verfassung geändert werden müsste, damit sein Sohn das übernehmen könnte. Schnell. Ja, genau. Er ist zu alt, fühlt sich gesundheitlich nicht gut, habe ich auch gelesen. Und er will gerne, ja, hast du schon richtig gesagt, seinem Sohn den. Was auch wahnsinnig interessant ist, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Amerikaner ja unbedingt eigentlich den Kaiser abschaffen. Ne? Also das komplette Kaisertum quasi auflösen. Und die haben es den Japanern dann quasi trotz allem zugestanden, ihren Kaiser zu behalten. Also sie haben ihn, ne, entmachtet. Das ist ja einer. Letztlich hat er keine politische Macht mehr, weil er durfte quasi weiter bestehen. Obwohl er doch nicht unerheblich quasi auch im Krieg als Kraft involviert war. Ja, seitdem gibt es ihn ja Hiro quasi auch nicht mehr. Ito war es, glaube ich. Der dann danach ja auch noch ewig lang regiert hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich laufe mal hier so außen weiter außen rum. Das ist so krass, wenn man Bilder von dem sieht. Was für ein Männchen das eigentlich war, dieser Hiro Ito. Männchen hört sich ja an. Nein, das ist so ein ganz kleiner, schmächtiger. Und einer meiner Lieblingsgeschichten ist, dass man... cool. Vielleicht, wenn du von... So? Den Schatten darauf hinwirfst. Ja. Cool. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist über diesen Kaiser, ist, oder generell über diese Kaisergeschichten, dass man seine Stimme nie gehört hat. Bis ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges, als Japan kapituliert hat. Komme ich jetzt hier rauf? Ja. Ich bin mir da immer echt nicht sicher. Das erste Mal, dass quasi die Untertanen seine Stimme hörten, da ist eine Schriftrolle. War, als er verkündet hat, war, als er die die Niederlage Japans verkünden musste. Oder? Willst du ihn töten? Ja, weil ich weiß nicht, ob hier noch einer steht, das ist das Problem. Aber theoretisch ist sie komplett im Schatten, oder? Ja, aber läuft er jetzt zurück oder im Kreis? Guck nochmal. Ich kann gucken, dass ich die so kriege. Vorne ist noch einer rechts. Ja, ich hab gesehen. Okay, er kommt aber auf jeden Fall zurück, also ihn töten wir. Auf jeden Fall ist auch die Stimme in dieser Tonaufnahme ist halt auch total dünn. Relativ. Also ich kenne jetzt auch so die 3-4 wichtigen Sätze, die er dann eben erzählt. Dass die Amerikaner angefangen haben, halt diese neue Waffe einzusetzen und dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als zu kapitulieren. 1, 2, 3. Oh. Nein. Oh, Problem. Ich weiß. Direkt. Ich will ihn direkt. Dreh mal so ein, bevor er ins Horn blasen kann. Fast. Ja, das ist mit dieser Steuerung. Also ist nicht perfekt dafür, dass das Spiel ja an und für sich nicht so. Ich will die auflösen. Kann ich das nicht? Vielleicht, weil das als. Hä? Hä? Den anderen? Geh mal, stell dich mal auf sie drauf. Interesting. Ich habe jetzt was verlernt. Apropos erlernen, könntest du mal. Oh, da ist schon einer mit Fragezeichen. Ja, ich weiß nicht. Willst du mal unsere Fähigkeitenpunkte? Ja. Oben auf ist, wo ist ein Bogenschütze? Nee, oder? Ist nur so ein Licht. Ja, wenn er kommt. Warte, bis er wirklich im Schatten ist. 1, 2. Jetzt. Hä? Boah! Ich hab gedrückt vor ihm. Ich bin auch vor ihm hingesprungen. Tja, was für ein Move er gemacht hat. What the fuck, ey? Sowas hasse ich. Achso. Das ist da. Was, wir haben schon nämlich 2 wieder, ne? Ja. Wir könnten von oben Schattensprungkante. Also wenn man sich hin teleportiert. Wir können aber auch die Techniken lernen. Ja, ich möchte auch das nicht. Guck doch mal, was gibt's denn da so? Es gibt Kage. Vielleicht Akami kurzzeitig Unsichtbarkeit. Kage heißt Schatten.
Das fände ich zum Beispiel super. Sag mal, was wäre die nächste Form? Das ist nochmal die Steigerung dann? Oder? Feinde können dich nicht hören. Sondern also weder hören noch sehen. Erschaffe einen Köder, um Feinde abzulenken, aber dann sind sie ja aufmerksam. Ja. Die Köder explodiert. Ja, da bin ich nicht so ein Fan von. Außerdem haben wir schon unser Pfeifen, was du bist gar nicht so. Enthüllende Feinde. Okay. Okay. Ist auch ganz nett. Was gibt's hier? Kunami haben wir eins zu wenig. Was war das? Kunai meine ich. Ja. Kunai. Was ist ein Kunai? Ist ein Pfeil? Nein, diese Wurfmesser. Zu denen kann ich dir auch was richtig Geiles gleich erzählen. Gerne. Erinnere mich, nachdem wir das zugemacht haben. Wirf eine Welle aus Schatten. Okay. Blenden, aber es ist dann quasi dann, wenn die Kacke schon am Dampfen ist, ne? Das hier? Ja. Klingt für mich so. Ja. Das klingt eher als so ein Scheiße weg. Ich stelle eine Falle auf, die ausgelöst werden. Geil wird lokalisiert. Und ihre Gegner auf einen Schlag töten kann. Dann wäre ich doch fast für Kage. Ja, ich auch. Drücke E. Das ist immer wieder. E, ne? Um deinen Schatten aufzufüllen, für einige Sekunden unsichtbar zu werden. Okay. Hä? Ich hab doch da gar nicht drauf geklickt, oder? Drück mal E. Aha. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendeine andere Taste. Geh nochmal zurück. Haben wir da irgendwas übersehen? Oder man kann sich doch da auch diese Präsentation angucken. F3. Nochmal. Drücke E. Mhm. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da was nicht verstanden haben. Vielleicht sind wir unsichtbar, weil wir im Schatten sind. Das verstehe ich nicht. Ich stehe so mitten im... Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade sind. Wie weit ich zurückgesetzt wurde. Ja. Weit, nicht weit? Das ist hier die Frage. Bin ich eben oben lang? Ich hasse das. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich auch nicht. Ich war noch bei Kaisern und so weiter. Okay, wenn er im Schatten ist. Doch nicht. Sein Kollegen auf. Da komme ich aber nur von da hoch. Oh, da komme ich hoch. Mhm. Mann! Ja. Nee. Boah, ist aber. Doch. Ich hab's aber noch nicht, ist noch nicht blau. Ja. Okay, jetzt. Do it. Ey. Ja, ich drück auf Sprint und er sprintet nicht. Jetzt würde ich warten, bis er in Schatten geht. Jetzt konntest du aber wieder auflösen. Waren die. Die waren, glaube ich, zu nah am Licht, an diesem richtigen Licht. Keine Ahnung, aber warum wären die denn dann? Naja. Weiß ich nicht, aber ich weiß jetzt, wo wir sind. Wir müssen weißt du, wo wir hin müssen? Ja, na, wieder da lang, wo wir letztes Mal waren. Ich habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal waren. Aber es kommt mir dunkel. Ah, jetzt weiß ich es wieder, okay. Darf ich was zum Thema Kunai erzählen? Was war denn Kunai? Na, dieses Wurfmesser, von dem ich dir erzählt habe. Kunai heißt, und Kaiser, so eine schöne Folge. Kunai heißt nämlich mühelos oder schmerzlos. Mhm. Ja, also das Zeichen dafür. Das Kanji dafür. Das Kanji, das wollte ich gerade sagen. Dass das Kanji heißt. Und es ist eigentlich ein Allzweckgerät. Das ist das Interessante, was viele Leute nicht wissen. Also ein Kunai ist gar nicht ursprünglich diese Ninja-Waffe, die jeder kennt aus dem Film. Was kann ich denn noch damit machen? Sondern es ist eigentlich eine Waffe, also ein Handwerkzeug für Handwerker früher gewesen. Den könntest und du es von oben. Ja, das nee, doch nicht. Ich kann mich da vorhin nicht hinporten. Sein Freund. Fuck. Gleich ja, hier. Ich habe auch schon wieder den Bug, dass ich von alleine laufe. Oder? Nee. Ja, jetzt konntest du ihn übrigens auflösen. Hätte ich mal machen sollen, mache ich auch gleich. Zack. So, Kunai? Genau. Also, es ist ein Hand- und ein Allzweckgerät für Handwerker. Und dient denen auch gleichzeitig als Waffe. Mhm. Ja, wenn sie ja, die waren viel auf Reisen, halt viel unterwegs. Und weil sie überall in den verschiedenen Dörfern diese Aufträge natürlich angenommen haben, ne, anders als heutzutage. Und deswegen diente das halt auch, um sich selbst vor Dieben und so zu schützen. Und die Ninjas haben Kunais verwendet, weil Kunais halt so verbreitet quasi in der Gesellschaft waren, dass es nicht aufgefallen ist, wenn man auch mit einem Kunai durch die Gegend gelaufen ist, weil es halt auch als Werkzeug diente und so konnte man diese Waffe eigentlich immer mitführen
Und deswegen kam es dazu, dass so viele Ninjas Kunais benutzt haben. Ja. Als Wurfwaffen dann. Den haben wir vorhin umgebracht, ne? Der kommt nämlich hier den ganzen Weg wieder her. Aber ist so ein Wurfstern auch ein Kunai oder ist das anders? Nee. Ein Kunai ist so. Hat so ein Viereck vorne und einen langen Stiel zum Werfen. Okay. Ganz kurz, wo gehen wir gerade hin? Wir müssen, glaube ich, noch da. Ja. Oh, super, nicht mehr so weit. Müssen wir da rein? Weiß ich nicht. Sieht so aus, ne? 29 Meter. Aber wo geht's denn da rein? Das ist so eine Lichtbarriere. Ja. Mach nochmal, wie weit ist das jetzt noch? Das ist doch da drin. Aber wie? Ich geh mal rechts rum erst. Da war ein bisschen ruhiger, glaube ich. Weil wir den einen da schon weggenommen haben jetzt. Geht's da links unten rein? Oder sieht es nur so aus für mich? Nee, ist kein. Was weiß ich? Ist es null? Da kannst du doch rein, ne? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Dafür bin ich doch da. Ich würde gerne hier unten einmal eine Runde laufen, gucken, ob es hier was gibt. Das glaube ich nicht. Da gibt es Ärger. Da gibt es Ärger. Oh, und da gibt's. Nein! Ich hab zuerst gedrückt. Ich hab doch gedrückt, du hast doch gehört. Oh, diese Animation. Aber es dauert so lange. Verdammte Passiv. Kacke. Und zum Glück. Oh, das fuck. Ihmchen steht da noch. Ja. Oh, voll gut. Ich hab nicht gedacht, dass das da liegt. Haben. Boah, da stehen wir zwei. Ja, und den laufen. Ich glaube, wir sparen gleich mal einfach weiter. Ne? Ja. Dann, wir müssen irgendwie auch nochmal rausfinden, warum das jetzt mit dem. Was das ist mit dem. Könnte man da sich runter? Aber erstmal nach oben, oder? Erstmal nach oben. Ja. Ich glaube, wir müssen nach oben. Man sieht ja so scheiße, ob hier jemand ist. Also wäre voll nett, wenn jemand kapiert, wie das mit dieser Unsichtbarkeit funktionieren soll. Bla und so, ne? Ah, da ist die Kugel. Das ist Speicherzeichen, das finde ich viel interessanter. Und da müssen wir jetzt als nächstes hoch. Klar. Lass die Brücke herab. So, dann könnten wir jetzt trotzdem nochmal nach unten gucken. Ja. Oder wir gehen jetzt hier oben. Wir gehen da oben raus, aber ich will mal gucken, ob es hier noch was gibt. Bogen? Warum haben wir eigentlich keinen Bogen? Vielleicht kriegen wir den noch. Na, unwahrscheinlich. Okay, bitte lass da oben keinen sein. Bitte lass da oben keinen sein. Ist gut aus. Kommen wir da jetzt. Können wir nie im Leben kommen wir da rüber. Von hier ist viel zu weit. Ja. Aber wir können uns von hier vielleicht mal umgucken. Ja, vor allem mit so einem. Musst du hier nur noch sicher gehen, dass hier wirklich keiner um die Ecke. Du hast ganz schön viel Licht vor allem. Wie kommen wir denn da hoch? Da unten sind die Wachen. Da lang. Ach, wir müssen gerade, wir müssen da lang. Da die ganze. Aber da kommt man doch relativ easy jetzt hin, weil da ist doch ganz schön dunkel. Frage ist, ich glaube, da müssten jetzt irgendwo. Da ist ja, glaube ich, der Eingang irgendwo, wo die zwei Kollegen vor dem Tor stehen, ne? Oder einen Ticken weiter rechts noch oder so. Irgendwie da so. Hier? Stehen ja, die nicht hier? Ich glaub, weiß es nicht hier. Genau. Okay, aber komm, wir können nicht mich da runter beamen von hier. Ich glaube, dein Punkt ist auf dem. Glaube ich auch. Noch auf dem Balli. Auf dem Holz. Also, das heißt, wahrscheinlich kann man sich von hier oben nicht runter beamen. Behaupte ich jetzt mal. Sieht nicht so aus, ne? Okay, gut. Dann. Gehen wir doch den gleichen Weg, den wir gekommen sind, oder? Ja. Plupp. Das war. irgendwas hang plötzlich. Hier drin, okay. Sollst du da mal rechts gucken, ob man da unten kann? Ja, stimmt. Vielleicht kann man hier durch. Ja! Gibt's hier noch was? Nö. Aber dann geht's noch weiter, oder? Jo. Ganz schön. Spinnenweben! Spinnig. Was sind das für Stacheln? Vor allem, ob es später noch Fallen oder so gibt. Auf jeden Fall pieken die ganz schön ins Bild. Vielleicht ist das jetzt der Geheimgang, der einfach das Level abkürzt. Ich bin gespannt, wo wir hier rauskommen. Das war sowas wie Schrittgeräusch, gibt's auch gar nicht, ne? Ah, okay, das ist irgendein Haus und. Ah, hier ist. Ich kann mich doch. Ah, doch. Doch, ich glaube, da landen wir. Ja. Oh. Bitte lass niemanden da sein. So, du weißt halt nie, wo du rauskommst, ne? Hier ja. Nicht genau gesehen, in welche Richtung. Wo bin ich hier zur Hölle? Das ist überhaupt intelligent. Und da. Ein bisschen wieder hoch, oder? Ja. Ist das nicht genau da, wo wir. Ja, ich glaube auch. Jo. Ja, weil jetzt. Aber wir können hier vielleicht und dann da hoch. Aber wir müssen den Bogenschießen besiegen. Den Bogenschießen besiegen, ne? Hm? Den Bogenschützen. Okay.
Warte mal, wenn ich mich... Ah, oh, da ist noch eine Wache. Fuck it. Manche sieht er mich ja nicht. Ja, das Gras ist auch nicht. Alles noch Schatten da, ne? Ja, aber die Frage ist, bewegt er sich da? Der hört das doch, oder? 100 pro hört er das, wenn ich den da angreife. Ja. Yeah. Vielleicht kannst du den einfach stehen lassen. Beide, meinst du? Ja. Aber dann müsstest du wahrscheinlich schnell einfach weitergehen. Müssen wir hier um die Ecke noch gucken. Da sind die zwei Wachen. Da müssen wir hoch. Okay, ich kann... Das Problem hinter ihm ist... Ist da hinter hier ihm? Hier ist Licht auf jeden Fall hier. Vielleicht kannst du erstmal da links an die Wand. Und dann? Bist du schon mal einen Schritt weiter. Hier ist auch Licht. Echt? Ja, weil das ist nicht blau. Hier ist Schatten, Licht. Warte. Oh. Da ist ja noch einer. Komm, ich... Der sieht uns doch nicht, oder? Da kann ich nicht rauf. Kann ich da vielleicht so rauf? Das glaube ich nicht. Ich glaub, du kommst von da nicht weiter. Ich glaube, du musst die Treppe nehmen. Okay. Also, wenn ich den töte, sieht der mich auf keinen Fall. Ich muss den töten. Du musst... Der rechts ist, glaube ich, egal. Wenn, dann ja, überhaupt der den sieht oder auf darauf Fall. Hoffen, dass... Oder hinter ihm lang schleichen. Ja, kann ich versuchen. Ich muss hier Schatten hinwerfen. Der Safe-Point war jetzt eh nicht so weit weg. Ja. Ah, da landest du nicht. Ja. Gut. Weiter nach rechts. Oh, fuck it. Ich bin im Licht. Hast du gesehen? Mhm, und hier doch. Gibt's gar keinen. Doch, oder? Doch, da gibt's, oder? Hä? Wie geht's denn dann da hoch? Weiß ich nicht. Ach, da hinten. Ach, da. Okay, warte. Fuck, wir haben uns... Ich dachte, das wäre irgendwie genau... Ich dachte, ja. Dass das hier der Aufgang wäre, der da rechts ist. Wieso kann ich keinen Schatten... Ach, weil ich im Schatten... Haha, ich bin rot. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich keinen Schatten werfen kann. Gut, dass mich hier aus irgendeinem dummen Grund ausnahmsweise mal keiner sieht. Mhm. Okay, warte mal. Ah, übrigens mal so eine Zwischenfrage. Wie lange willst du noch stehen? Wenn wir die Folge beenden, würde ich wenigstens die gerne da beenden, weil ich hier ungern runterlegen möchte. Nee, ich überlasse das voll dir. Das war einfach eine Frage. Jetzt sind wir bei knapp über einer halben Stunde. Jenny will euch wieder gönnen. Ich gönne gerne. Ich möchte mal gucken, ob wir hier doch nicht irgendwie hochkommen können. Da kamst du hoch. Hüpp! Doch, du kannst jetzt da rechts runter. Das bringt dich näher ran. Hier? Da ist er ausge... Ah, da darf man nicht. Ja. Komme ich jetzt hier wieder raus? Jenny sprengt das Level, ey. Ah, ich sehe nichts! Doch, du müsstest da rechts, glaube ich, runter. Da siehst du die Treppe, da geht's hoch. Ja, ich sehe da den Bogenschützen. Ah, vielleicht bist du hier voll gut versteckt, um die Folge zu beenden. Ja. Da sieht dich keiner. Bin ich. Und wehe, ich sterb jetzt in der Zeit. Oder willst du... Machen wir jetzt noch... Spielen wir noch weiter? Ja, ne? Ja. Da oben ist doch die Brücke. Ja, ich versuch's wenigstens. Okay, ein Versuch, wenn Jenny stirbt, ist die Folge zu Ende. Okay. Das ist so ein Deal. Ich port mich jetzt ins Nichts, aber ich sehe ja nichts. Boah, voll gut. Voll gut, ich habe mich gar nicht geportet. Doch, einen halben Meter nach vorne. Ja, das wollte ich ja. Okay, wir müssen da hoch. Ja, kannst du da direkt so hoch? Nur wenn ich Schatten setze vielleicht. Ja. Okay. Aber da... Oh Gott. Hi. Hallo. Hi. Shit. Ich will da hoch. Ah, das, guck mal nochmal. Guck mal, du kannst da ans Brett. Aber dann landest du im Licht wahrscheinlich. Ja, das heißt, ich muss schnell sein. Ja. Und go. Und ich tot. Ja, und tot. Ja, okay. Ich habe mich geportet, aber es ging nicht, weil ich instant keinen Port mehr hatte. Okay, cool, dann. Gut. Ich finde, wir haben doch jetzt eigentlich ganz schön viel geschafft. Und unser Kaio, nein, wie hießen die? Wurfdinger? Kunais. Unser Kunai-Kaiser-Folge. Ja. Ich guck mal nach, sonst interessiert mich jetzt voll, ob es jemals eine japanische Kaiserin gab. Dem werden wir nachgehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit. Ja. Keine Ahnung, wie wir heißen. Aragami heißen wir immer noch. Heißen wir? Ach, wir heißen Aragami. Ja. Na, wer hat's gedacht? In diesem Sinne. Bis dann.